Moin zusammen, Eral hier. Willkommen zurück bei Enshrouded. Wir spielen mal wieder live auf Twitch, ne? Folgt mir gerne auf Twitch, wenn ihr das nächste Mal selbst live dabei sein wollt. Und jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge über den weiteren Kampf gegen das Miasma. Okay, gut. Dann esse ich nochmal ganz kurz so eine Beere. Und dann sammle ich weiter Stöcke. Das war der eigentliche Sinn, warum wir überhaupt rausgerannt sind, dass wir ein paar Stöcke sammeln können. Mir fehlt so ein bisschen bei der Anzeige, also während man sammelt, das gibt es ja bei manchen Survival-Spielen, dass während du zum Beispiel Äste sammelst oder so, siehst du dann auf der linken Seite so irgendwie, du hast es 2 bekommen und hast es 60 oder sowas, ne? Fände ich noch eine gute Bequemlichkeitsfunktion. Das ist Meckern auf hohem Niveau, also das ist auch gar keine große Kritik oder so. Aber das wäre eigentlich noch ganz nice. So wie auch, wenn der Wolf hier sterben würde. Das wäre auch ganz nice. Na komm. So, weg mit dir. Und dann essen wir noch ein bisschen. Was gibt's eigentlich hier unten? Ah, Feuerstein. Ja, okay, Feuerstein ist nicht so spannend. Ich dachte, hier wäre Eisen oder sowas. Aber Feuerstein bringt uns nicht so viel weiter. Also, 43 Äste. Das heißt noch 17. Noch 16. Dann sind schon wieder Wölfe. Hier könnten wir noch ein paar Miasma-Sachen eigentlich farmen, wenn wir gerade dabei sind, ne? Das ist dann das hier zum Beispiel. Oh, das kann ich nicht aufnehmen. Okay. Das ist also nix. Im Miasma. Miasma-Flüssigkeit haben wir, glaube ich, genug, oder? Haben wir, glaube ich, eigentlich genug. Aber ich nehme sie trotzdem mal ein bisschen mit. Na komm schon, ihr Mistviecher. Weg mit euch. Was machst du denn da? Bist du im Boden gebackt? Okay, ich glaube, ich renn einfach weg vor dem Viech, weil das ist gar nicht so einfach, wenn es im Boden ist und wir es ja nicht töten können. Aber das Viech halt uns trotzdem angreifen kann, ne? Ich gehe mal so am Rand vom Miasma lang erstmal. Haben wir hier nicht? Warte mal. Das bringt doch dieses Miasma-Holz. Ich weiß nicht, ob das Miasma-Holz uns was bringt. Okay, das bringt erstmal Miasma-Flüssigkeit. Ich glaube, das brauchen wir aber für die... Also wir können damit bauen auf jeden Fall, aber mir erschließt sich nicht der Grund, warum wir das machen sollten, ehrlich gesagt. Außer, dass es vielleicht ein bisschen stabiler ist. Ja, okay. Okay. Ich glaube, das lasse ich mal. Aber hier wachsen noch ein paar Sachen. Die nehme ich mal mit. Erschreck mich nicht so. Sag mal. Okay, aber die bringen auch kaum Erfahrung. Ich glaube, ich gehe mal wieder weiter. Ne, für 5 Erfahrung brauchen wir die jetzt nicht unbedingt töten. Oh, schon wieder Wölfe. Ich gehe wieder da lang. Und ein Bienenschwarm. Nein. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Folgen die uns? Ich bin mir gar nicht sicher. Wo kriegen wir denn sonst noch Eisen her? Und wie viel
64, sehr gut. Also die 60 haben wir auf jeden Fall. Dann haben wir 150 Feuerstammpfeile. Das ist immerhin etwas, ne? Aber wo könnten wir noch Eisen herbekommen, außer halt von den, von diesen, ne, in diesen Lagern? Und vor allem, also was ich mich halt auch frage, wir haben halt auch, wir können bisher Eisen nur herstellen aus diesem Schrott. Das ist ein bisschen doof, ne? Ich würde nämlich Eisen gerne herstellen, irgendwie aus Eisenerz, dass wir dann auch farmen können und so. So. Oh, hier ist auch wieder ein Bienenschwarm, na super. Ich finde es auch geil, dass wir hier immer so einzelne Bienen mit dem Pfeil einfach abschießen können. Ich bin Profi. So. Okay. Was haben wir denn hier? Das sieht nach Lehm oder sowas aus, ne? Stein. Lehm. Okay, geil. Warte. Wir können jetzt auf jeden Fall Dachschindel herstellen aus Lehm. Das heißt, ich hole mal da ein bisschen mehr, weil dann können wir nämlich die Dächer mal austauschen. Das sieht nämlich, glaube ich, ein bisschen geiler aus mit Lehmziegeln als mit diesem komischen Strohdach da, ne? Aber wir brauchen halt auch nicht unendlich viel davon. Wie viel haben wir jetzt? 19. Ja, ein bisschen mehr brauchen wir schon. Also ich würde mal so 30 Stück oder sowas mitnehmen. 30, 40 Lehmklumpen. Und hoffen, dass wir da ein paar Ziegel herstellen können. Da habe ich schon Bock drauf. Vor allem, guck mal, so sehen die dann halt aus, ne? Wenn wir dann... Boah, wenn wir dann noch so ein Dingsmauerwerk bauen können. So ein... Wie nennt sich das? Fachwerk. So ein Fachwerk-Mauerwerk bauen können. Da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Eigentlich würde ich am liebsten die ganze Zeit nur bauen. So. Eigentlich brauche ich gar nichts anderes. Einfach nur so ein bisschen Bausimulator und so. Aber ich glaube, das Coole ist halt, das kannst du ja theoretisch auch machen, ne? Oh, 36, das reicht erstmal. Hier sind sie zu Hause. Da ist die Krypta, das verfallene Lager. So, ich guck mal kurz da drin, ob wir da noch ein bisschen Metallschrott haben, weil davon brauchen wir halt noch ein bisschen was. Was natürlich auch sehr gut sein kann, ist, dass wir mit dem Metallschrott auch erst weiterkommen, wenn wir... Quatsch, mit dem Eisenerz auch erst weiterkommen, wenn wir da eine gewisse Quest für gemacht haben und so, ne? Oder halt erstmal Eisenerz finden müssen, das kann natürlich auch sein. Weil wir haben ja bisher auch noch gar kein Eisenerz gehabt. Guck mal hier die Küche, voll gut. So. Hier waren wir vorhin drin, ne? Aber vorhin war es halt dunkel. Hm. Na gut. Dann gehen wir mal wieder runter. Was machen wir jetzt? Hier hinten hätten wir noch Quests auf jeden Fall. Die Handspindel der Jägerin. Komm, das machen wir mal. Haben wir noch Platz im Inventar? Warte mal. Oh, nicht mehr so viel, aber im Zweifel... Also das hier zum Beispiel können wir schon vernichten. Die Miasma-Flüssigkeit, wenn es drauf ankommt. Eigentlich wollte ich ja auch nur kurz ein paar Stöcke sammeln. Oh, ich bin wieder treu meinem Ziel ergeben. Warte, ich setze dir mal kurz den Wegpunkt. Und dann wollte ich eigentlich erstmal von der Jägerin ein paar Feuersteinpfeile herstellen lassen, ne? Und irgendwie sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg in eine andere Richtung. So, hier war die Krypta. Ich lauf mal hier rum vielleicht. So, hier hoch.
Oh, das Spiel macht echt so Spaß, muss ich echt sagen. Ich könnte es stundenlang spielen, wirklich. Was wir auch machen hier auf Twitch, ne? Also das ist ja das Gute. So. Komme ich denn... Hier komme ich nicht weiter hoch. Aber hier. Nein. Oh. Hier ist wieder so ein Dörfchen. Das wäre auch mal spannend, ob wir so ein Dörfchen auch für uns quasi claimen könnten. Und dann die Gebäude reparieren und so. Aber bei Enshrouded ist es tatsächlich so nochmal. Ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, schon Fan auch von bereits bestehenden Gebäuden wieder zu vereinnahmen. Aber das zielt vor allem natürlich für solche Sachen wie wie so Zombie-Survival und so, ne? Da finde ich das halt immer mega. Weil das würde man in echt halt auch so machen. Aber Enshrouded hat halt so ein geiles Bausystem. Boah. Oh, da bin ich nochmal richtig schön reingelaufen in den Pfeil, ne? Krieg ich den auch ins Visier? Na komm. So, weg mit dir. Ja, okay. Aber das kleine Fleisch brauchen wir eigentlich sowieso nicht. Weil wir haben ja dieses Wolfsfleisch. Aber Metallschrott und Tierfell würde ich auch gerne mitnehmen. Warte mal, lass mal ganz kurz schauen. Ich glaube, das hier schmeiße ich jetzt mal weg. Oder die Erde. Erde können wir, ne? Erde finden wir überall. Und nehmen stattdessen lieber die Tierfälle hier mit. Oh, hallo. Oh. Da müssen wir immer ein bisschen aufpassen, wo die landen. Oh, war jetzt chillt er gerade. Oh, jetzt chillt er nicht mehr. Na komm. So, einer weniger. Ihr macht die Welt zu einem schlechteren Ort. Und meine Aufgabe ist es, euch aufzuhalten. So, hier müsste irgendwo die Spindel zu finden sein. Aber da hinten sind auch nochmal ein paar Gegner. Die mache ich vielleicht zuerst. So, einer weniger. Okay, der lässt sich einfach hauptsächlich bekämpfen von mir, ne? Finde ich gut. Finde ich nett von ihm. Ist sehr höflich auf jeden Fall. Dann gehen wir die mal looten. Die Wölfe würde ich ungern anlocken, ehrlich gesagt. Ja. Aber ordentlich Metallschrott. Dann können wir nämlich unsere Ausrüstung auch demnächst mal wieder ein bisschen weiter aufwerten. Was haben wir hier noch? Können wir schlafen? Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Und irgendwo muss hier noch die Spindel sein. Ich fange mal von ganz oben an. So, erstmal hier, ne, die Truhe im Kamin. Erstmal mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Nicht so viel. Ich weiß nicht, was ich da abbauen kann. Im Boden vielleicht? Ah ne, hier die Bücher waren das. Okay, das ist halt ein bisschen durchgeglitscht in Anführungsstrichen.
Na gut, ich aktiviere mal ganz kurz die Flamme, nur für den Fall der Fälle. Und dann können wir hier mal gucken. Was sind die Spindel? Ich suche die Spindel. Und das ist kein Schwindel. Was ist mit der Spindel? Oh, die brauche ich so sehr. Hier ist was drin, ne? Ich habe es doch genau gehört. Komm nicht rein. Ich glaube nicht, dass... Oh, doch, das geht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass es der Weg ist, den wir gehen müssen, aber... Ich habe mich wohl geirrt. Hier ist irgendwas Storymäßiges, oder? Okay, pass auf. Marthas Tagebuch, Eintrag 2. Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ich schaute aus meinem Fenster, wo irgendein Raubtier anscheinend zwei Feen wild gerissen hat. Mühelos, aber sicher nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schreck auf, aber dann wurde es mir klar. Zwei Feen wild, 8 Rippenstücke, vielleicht 10 oder 12 Würste, Blutwurst als Nachtisch. Gallonen von Eintopf, da wird das ganze Dorf zu essen haben. Dem Bauer sei Dank. Sehr schön. Ich bin immer dafür, dass Dörfer zu essen bekommen. Ja, was haben wir hier? Marthas Tagebuch, Eintrag 1. Immer noch nichts zu essen, immer noch nichts zu servieren. Knochen, Abfälle und wässrige Suppe. Wann ist unser Ende nur gekommen? Eine neue Reisende kam an, hungrig und müde. Sie wollte, dass ich die Knochen in ihrem Eintopf lasse. In ihren Augen verbarg sich eine stille Wut. Sie war wild entschlossen, wie ein hungriger Wolf. Ich bot ihr ein Zimmer an, aber sie lehnte mit einem Grunzen ab. Entschuldigung. Sie ging in den Wald, in den Norden, wo sie auf dem kalten, harten Boden schlafen wird. Eine Bestie wie sie gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Warte mal, heißt und die unsere Jägerin nicht Martha? Toll, ich sehe nur Jägerin. Na gut, wir gucken später. Martha, müssen wir uns merken. Ne? Behaltet es mal im Hinterkopf. Aber wo ist jetzt die Spindel von Martha? Ah, ich bin im falschen Haus. Mal wieder. So. Na warte, die müsste hier irgendwo sein, oder? Doch hier, Spindel der Jägerin. Das ist aber nicht so zufällig. Ach doch, wenn die... Natürlich, wenn sie die Jägerin im Wald schicken, dann liegt die Spindel auch natürlich irgendwo im Wald, ne? Oh, nicht schon wieder. Oh, ihr blöden Wölfe. Da war ich ein bisschen zu langsam. Ich nehme lieber wieder einen Bogen. Na komm nur her, du Wolf. Ich habe aber auch noch viel zu wenig Ausdauer. Na komm, ein Wolf. Oh, knapp. Eigentlich sollte ich auch was essen, ne? Bevor wir hier irgendwie mit Wölfen kämpfen und Missionen... absolvieren. Hallo? Was ist... Hä? Plötzlich bin ich uninteressant, oder was? So. Ignoriere mich hier mal bitte nicht, ne? Mr. Wolf. So, jetzt muss ich aber trotzdem wieder dahin zurück. Da ging es gerade runter in so einen Kellerraum. Da würde ich gerne mal reinschauen. Bestenfalls finden... Und ich esse mal. Warte. Erstmal das hier natürlich. Und dann gibt es einmal hiervon und einmal hiervon. So.
Ah, okay, nee, das ist wieder nur eine Feuersteinmine. Nicht mal Eisenerz, Mann. Da hinten haben wir aber nochmal Questgegenstände. Vielleicht ist das die Spindel oder irgendwie wenigstens irgendwas, was eine Story erzählt. Oh nein. Na komm. Eigentlich bräuchten wir da, glaube ich, eher Feuer, ne? Also so Magiefeuerschaden oder so. Wir müssen halt den Bogen aufrüsten, dann macht er halt auch Feuerschaden. Das wäre ganz praktisch. So. Einmal weg damit. Dann würde ich den einmal runterschießen. Okay, der Rucksack ist eh voll. Ah, Mist. Ein meisterhafter Streitkolben. Oh, den würde ich... Ah, Mist. Warte. Was kann ich wegschmeißen? Ich glaube, die braucht... Weil damit können wir, glaube ich, Dingens bauen, ne? Lampen. Dann schmeiße ich doch mal hier die Miasma-Flüssigkeit weg. So. Und den hier nehme ich. Die Fäulnis ist zurückgelassen. Endlich frische Luft. Nicht mehr schwer vom Duft der Pollen oder süßer Verwesung. Mir ist ganz schwindelig, ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Nicht seitdem ich meine Spindel im Düsterdickicht auf diesen Klippen verloren habe. So weit weg. Aber ich kann nicht zurückkehren. Ich musste fliehen, etwas Unheimliches liegt in diesem Dickicht begraben. Es breitet sich wie Wurzeln im Unterholz aus. Es umwickelt und verstickt, erdrückt und erstickt. Es schimmert in der Dunkelheit zwischen den Ästen unter der Haut. Das seidige Netz einer silberspinnenden Tarantula. Solch Albträume sind von Menschenhand gemacht, wie ich nun weiß. Okay, ich suche eigentlich eine Spindel. Na gut, warte, hier, das können wir mitnehmen, glaube ich, ne? Ah, nee, können wir nicht. Weil wir haben voll. Aber wir müssen sowieso demnächst wieder ins Lager zurück. Einerseits natürlich zum Pfeile herstellen und dann können wir auch gleich das Inventar noch leer machen, ne? Sonst haben wir hier... Haben wir jetzt die Spindel gefunden? Warte mal. Hier, Handspindel der Jägerin. Erreiche das Düsterdickicht. Die Jägerin reichte durch das Düsterdickicht, um Westcott zu erreichen. Ihre Handspindel wurde in einem anderen Lager zurück... Ja, super. Warte mal, hier ist Westcott. Hier ist ein Refugium der Flamme. Da können wir eigentlich noch kurz hingehen, ne? Dass wir eine Funken noch kurz mitnehmen. Weil dann können wir demnächst mal unsere Flamme zu Hause wieder ein bisschen aufbauen. Wobei ich weiß nicht, wie weit das ist. Warte mal. Machen wir so. Und ob wir da auf die Schnelle hochkommen. Oh, schon wieder ein Wolf. Guck mal. So, einer weniger. Okay, das wird jetzt sehr plötzlich sehr dunkel. Na gut, dann gehe ich erstmal wieder nach Hause. Wenn wir mit leerem Inventar wiederkommen. Und dann trinke ich mal ganz kurz einen Schluck. Kleinen Moment. So. Also pass auf, hier. Ich hätte gerne erstmal ein paar... Oh, jetzt haben wir die Feuersteine nicht dabei gerade. Aber wir können jetzt sogar 200 Pfeile herstellen, sehr gut. So, hier packe ich mal den Metallschrott noch rein. Und Kohle brauchen wir dann. Das haben wir natürlich nicht mehr. Nicht Miasma-Holz. Haben wir normale Holzscheiter haben wir gar nicht mitgenommen, oder? Kann das sein? Warte mal. Also, erstmal kommt das hier rein. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Was haben wir hier sonst noch? Salz hätten wir hier noch, aber da haben wir gerade nichts dabei. Hier die Holzscheite nehme ich mal mit. Erde brauchen wir. Stimmt, Erde brauchen wir. Warte.
Das klingt draußen ein bisschen gruselig gerade, oder? Pudlingsbeine, die kommen hier rein. Oh, die kommen aber woanders hin. Die kommen da oben hin. So, und hier kriegen wir dann einmal die Feuersteine. Dafür kommen die normalen Steine hier rein. Äste kommen mit. Erde brauchen wir noch. Beziehungsweise ich nehme mal die Hälfte. Kann ich hier Stapel teilen? So. Lehm kommt hier auf jeden Fall noch rein. Und hier noch das Miasmaholz und das Harz, ne? So, und das kommt hier auch noch rein. Das passt auch gut hin. So. Scheite brauchen wir gleich, dass wir da ein bisschen Kohle machen können. Und da mache ich mir jetzt erstmal ein paar bessere Pfeile. So. Das war nicht richtig. Kommen noch die Äste rein. Und hier kommen die Steine rein. So, pass auf. Oben da noch das Essen. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz meine Dingens verbessern. Nein, das wollte ich nicht. So, Ausrüstung verbessern. Und zwar erstmal den waldlangen Bogen. Dann haben wir nämlich plus 2 Feuermagie-Schaden. So, was haben wir noch? Erhöht Chance auf kritische Treffer um 5%. Ja gut, das ist nicht so viel. Hier haben wir noch 3 Stichschaden. Und 3 Schnittschaden. Das lohnt sich wahrscheinlich auch noch. Aber das war's erstmal, ne? Denn wir können ein paar Sachen auseinandernehmen. Ich würde vielleicht mal den seltenen, also den blauen, den hier würde ich auseinandernehmen, hier zerlegen. Dann können wir nämlich weiter ordentlich aufrüsten, unsere Hauptwaffen. So. Einmal. Und nochmal 2 Feuermagie-Schaden. So, dann hat er nämlich 14 Kraft und hat insgesamt 4 Feuermagie-Schaden. Das ist schon mal ganz gut. Und als nächstes kommt dann das hier wieder dran. Das dauert aber noch ein bisschen. Aber die Runen packe ich dann in dem Fall mal. Na. Hier rein. So, die können nicht gelöscht werden. Warum kann die nicht gelöscht werden? Quatsch. Ausrüsten. Hier, jetzt kann ich sie löschen. Perfekt. So, die Pilze brauche ich nicht. Die bringen Intelligenz, aber wir machen ja wenig mit der Intelligenz. Wir brauchen eher Wasser und gegrilltes Wolfsfleisch. Das können wir oben dann mal grillen und die Pilze oben irgendwo einräumen. Dann esse ich aber auch nochmal so ein paar. Aber ich habe doch vorhin geskillt, dass wir 5 Minuten länger ausgeruht. Also, ne, dass die Ausruhdauer irgendwie 5 Minuten länger sein würde. Aber trotzdem sind die nur bei 15 Minuten. Das ist irgendwie komisch. Aber gut. Wir chillen und grillen erstmal ein bisschen. Dann nochmal essen und dann schlafen wir. Dann wird wieder hell und dann können wir hoffentlich ein bisschen weiterziehen. Oh, ich hätte aber auch Bock zu bauen irgendwie. Irgendwie hätte ich echt Bock weiterzubauen. Ich meine, wir haben ja jetzt auch eine Weile ein bisschen was anderes gemacht, ne? So, hier kommt dann noch ein Baum hin. Weißt du was? Hier wird es langsam ein bisschen eng. Ich baue jetzt ein bisschen. Ich kann mich irgendwie nicht zurückhalten. Ich habe irgendwie Bock weiterzubauen.
Aber wir bräuchten auch noch ein bisschen Fackeln, ne? Warte mal, gibt's hier Tische, Feuerstellen? Nee, Lichtquellen, hier. Standfackel, Wandfackel. Wollen wir Holzscheite, Stofffetzen und Harz. Aber so viel Harz haben wir gar nicht, glaube ich, ne? Guck mal kurz, wie viel Harz wir haben. Nicht hier. Hier. 7. Das wird schwierig. Gut, es gibt mal eine Wandfackel für hier drin. Ne, dass es hier drin mal ein kleines bisschen heller ist. So, was brauchen wir noch? Dafür brauchen wir hier. Oh, die Holzscheite haben wir alle da rein. Okay, ich hole Holz und dann gibt's eine Wandfackel. Vielleicht haben wir Glück und finden noch ein bisschen Harz dann auf dem Weg. So, 4 mal Harz, 4 Quadrat. Nee, Quatsch ab.